Das sind sie also, die begehrten Prachtstücke, auf die die Sportler ganze 4 Jahre lang hingearbeitet haben. Insgesamt 15 Messestädter kämpften beim sportlichen Highlight, den Olympischen Spielen in London, um Edelmetall. Am Ende haben die Leipziger Starter schließlich eine satte Ausbeute von 5 Medaillen mit nach Hause gebracht. 1-mal Gold und 4-mal Silber. Tausende Besucher bereiteten den Olympioniken dafür einen warmherzigen Empfang. Unbeschreiblich. Also man findet wirklich kaum Worte. Also es ist wirklich, es rührt mich wirklich schon zu Tränen. Also ich habe vorhin sogar schon eine Träne verdrückt und das ist irgendwie, ich habe teilweise die Knie bekommen und ich finde halt so richtig gar keine Worte. Ne? Also es war wirklich, ich habe wirklich hier angekommen und dachte mir so, was ist jetzt los mit dir? Also ist halt schön, Leipzig halt, mein Heimatstadt, mein Herz schlägt für Leipzig und ich bin halt wirklich sehr gerne hier und wenn man dann so empfangen wird, dann ist das, weiß ich, das größte Glück der Welt. Also bedeutet mir wirklich sehr viel und es wird immer in Erinnerung bleiben. Tina Dietze war die erfolgreichste Leipziger Sportlerin. Die Rennkanutin durfte bei ihrem Olympiadebüt gleich 2-mal jubeln. Dabei fuhr die 24-Jährige bewusst mit hohen Erwartungen nach England. Ich habe mir schon die Erwartung gestellt, ich fahre dahin halt, um Gold zu gewinnen. Weil wenn er sich letztendlich im Vorfeld halt schon geschlagen gibt, gibt er sich im Rennen schon mit Silber und Bronze zufrieden. Und das sollte man ja eigentlich nur nicht. Eine, die selbst das Gefühl kennt, eine olympische Medaille in den Händen halten zu können, ist Heike Fischer. Die ehemalige Wasserspringerin gewann vor 4 Jahren Bronze vom 3-Meter-Brett im Synchronspringen. Ja, natürlich hat man mitgefiebert, vor allen Dingen auch während der 16 Tage Olympische Spiele. Es war sehr aufregend, vor allen Dingen als es um die Leipziger, um die Medaillen ging. Ganz ehrlich, ich hatte wirklich auch mal 200 Puls. Also ich dachte nicht, dass man bei anderen so aufgeregt sein kann, aber jetzt habe ich es mal miterlebt, dass es wirklich auch sehr aufregend ist. Und die Emotionen kommen immer wieder hoch, man ist und bleibt Sportler. Doch nicht nur die sportlichen Wettkämpfe hinterließen bei den Leipziger Olympioniken bleibende Eindrücke. Auch abseits des Wettkampfgeschehens gab es mitreißende Erlebnisse. Mit dem Umzug ins große olympische Dorf, quasi diese Olympiastimmung mit anderen Nationen zusammen, mit anderen Olympiasiegern beim Essen zu sitzen, das war schon toll. Und wir haben letztendlich jeden Tag einen Wettkampf gesehen. Wir waren beim Bahnradfinale, wo der Brite des Hercules Roy gewonnen hat. Wir waren beim Hockeyfinale, wir waren beim Handballfinale, also so die großen Finals. Ich habe Usain Bolt bei 200 Meter Finale gesehen, also es war schon sehr gut, ja. Mit der Medaillenausbeute haben die Leipziger am Ende eine Punktlandung hingelegt und die Vorgaben des Olympiastützpunktes erfüllt. Ich denke, es macht sich bezahlt, dass eine große, breite Basis da ist, dass ein guter Jugend- und Kindersport geleistet wird in den vielen Vereinen, dass die Trainerinnen und Trainer eine gute Arbeit machen und dass wir Athleten haben, die am Sportgymnasium, an der Sportmittelschule auch ihre Ausbildung erfahren und die gesamte Infrastruktur sehr, sehr gut ist. Und der Olympiastützpunkt ist sozusagen das i-Tüpfelchen, wo die Kader dann auch die ordentlichen Möglichkeiten haben, sich zu entfalten.